proudly to my grave. Tell my loved ones they must carry on. Tomorrow I ride at dawn. Oh, tomorrow I ride at dawn. So, ganz ruhig. Was soll das? Ich bin auf der Insel, Captain. Ist das hilfreich genug? Das ist sehr hilfreich, ja. Gut zu wissen, dass wir auf der gleichen Wellenlänge sind. Wie geht's dir, mein Sohn? Wir sehen uns bald. Dann sag ich's dir. Hey, was ist das? Was leuchtet denn hier? Ich hab da was. Weißt du überhaupt, welche Fäden ich in der Hand halte? Was passiert, wenn es mich mal nicht mehr gibt? Darüber habe ich noch nie nachgedacht, Captain. Na, hast du nicht. Ja, nicht mehr weit. Weißt du was? Ich freue mich richtig auf unser Wiedersehen. Ich glaube, du wirst deine Meinung noch ändern.
Das kam von da. Sehen wir uns mal um. Da hat sich was bewegt. Was war das denn? Nick, ich hätte was Passendes für dich finden müssen. Das weiß ich nun. Dafür ist... Tolle Technik. Aber völlig unnötig, Detective. Ich bin unbewaffnet. Das bezweifle ich. Hey, hey! Keine falsche Bewegung. Was soll das, Nick? Was willst du tun? Mich verhaften? Das war der alte Nick. Ja. Ich weiß, was dort passiert ist. Und dann bist du quer durchs Land geflogen, um mich auszurauben. Du bist vielleicht der härteste Wichser, den ich je erlebt habe. Aber du bist nicht kaltblütig genug, Unbewaffnete abzuknallen. Wenn du mich töten wolltest, hättest du es längst getan. Was willst du wirklich, Nick? Kommt auf dein Angebot an. Endlich kommen die richtigen Worte. Nenn dein Angebot. Einfach die Welt. Du sollst mir helfen, meine Geschäfte zu führen und übernehmen, wenn ich sterbe. Deine sogenannte Geschäftsidee scheint mir ein paar Löcher zu haben. Na, dann stopf sie. Hm? Sieh dich um. Du bist allein, Nick. Warum denn? Meine Freunde hatten wichtige Termine. Nein. Nein, du hast sie weggeschickt. Ich glaube, du begreifst endlich, wer du wirklich bist. Du bist wie ich. Mehr Gangster als Cop. Weißt du was? Du hast recht. Wie geht's deiner Mom, Nick? Sag mal, Nick, als du abgedrückt hast, war ich da überrascht? Neben meinem Schreibtisch ist ein Regal. Dahinter ist ein Gang. Öffne ihn. Dich hat's erwischt, weil ich dich nicht für einen Pragmatiker hielt. Wie alle Guten. Ich hab dich hierher eingeladen, weil ich gehofft hatte, falsch zu liegen. Und ich hoffte, dich retten zu können. Was ich getan habe, nennst du Korruption. Gefallen tun, Geld annehmen. Nein, die Cops, mit denen ich kooperiert habe, die Polizeipräsidenten. Du glaubst nicht, wie flink die auf meiner Seite waren. Nicht, weil sie schlechte Menschen wären. Das Problem ist das Risiko. Was meine Kunden haben, wollen Millionen. Ich minimiere das Risiko. Für Cops, für Verbrecher, für alle. Und alle haben gerne weggeschaut. Außer dir. Was ich aufgebaut habe, ist unzerstörbar. Es geht um zu viel. Um Leben und Karrieren. Herzlichen Glückwunsch, Detective. Es gehört alles dir. Oh mein Gott. Was wirst du damit anstellen?